Liebe Leute, Bild und Ton heute vom Marktplatz. Morgen findet hier das Courage Zeigen Festival statt, zum insgesamt 17. Mal inzwischen. Ich bin jetzt gleich verabredet mit keinem Geringeren als Sebastian Krumbiegel, einer der Initiatoren des Ganzen. Was wir morgen zu erwarten haben und wie das Ganze überhaupt entstand, damals 98, das verrät uns gleich. Du bist ja wirklich ein Tausendsasser, was das Engagement betrifft, was aber auch die Musik betrifft. Würdest du dich im Moment eher als Musiker sehen oder doch eher als engagierten Aktivisten? Ich mache das, was mir Spaß macht und das, was ich wichtig finde, und finde immer Tausendsasser und sowas, finde das, also ich will das eigentlich gar nicht hören. Ja, ich muss da ehrlich sein. Ich bin Musiker, natürlich bin ich Musiker. Ich mache Musik, seit ich denken kann, habe hier um die Ecke in der Thomaskirche angefangen als Kind und habe meine erste Band gegründet, als ich 15 war, und das ist mein Leben und das wird immer mein Leben bleiben, und ich glaube, dass das schon Hand in Hand geht. Also mir sind immer Leute lieber, die eine klare Haltung haben und die mir sagen, wo sie stehen, als irgendwelche Leute, die es allen recht machen wollen. Ich weiß, dass ich es nicht allen recht mache, aber das ist mir in dem Punkt dann auch egal. Du hast jetzt gerade dein neues Soloalbum veröffentlicht, dann die Aktivitäten mit den Prinzen, auch noch andere Projekte, die du nebenbei laufen hast, und dann dein, nicht zu vergessen, das ganze Engagement. Ich mache das seit Anfang an. Also wir haben 1998 damit angefangen und waren zuerst am Völkerschlachtdenkmal. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier auf dem Markt sind, dass wir sozusagen in der Mitte der Stadt sind, weil es geht ja nicht mehr vordergründig um irgendwelche tumpen Nazis, die mit Baseballkeulen durch die Gegend ziehen, sondern es geht wirklich mehr um diesen, ja, um diesen Mainstream-Rassismus, den wir mittlerweile beobachten können. Also den latenten vielleicht? Ja, um die Demos gegen Asylbewerberheime, um die Demos gegen Moscheebau in Leipzig. Und wir als Leipzig bezeichnen uns ja so gerne als die tolle, weltoffene Stadt. Ich versuche das auch immer ein bisschen zu promoten, aber ich merke eben, dass auch hier Sachen stattfinden, gegen die man sich stellen muss. Und deswegen glaube ich, wir sind mit Courage doch sehr aktuell, zumal das ja ein Thema ist, das nicht unaktuell geworden ist, dass eher aktueller geworden ist. Also wir hatten jetzt vor 3 Jahren NSU, was in Fokus gerückt worden ist. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Demos gegen Asylbewerberheime, gegen den Moscheebau in Leipzig. Und da muss ich eben sagen, wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir dürfen nicht irgendwie denken, hier ist alles duftig, hier ist alles schön, sondern frei nach dem Motto, wir sind das Volk, was wir 1989 hier gemacht haben, sollten wir uns weiterhin ganz klar positionieren. Glaubst du denn, dass ein Festival in der Hinsicht was bewegen kann, auch langfristig in den Köpfen der Leute? Ich glaube, man darf sich nicht überschätzen, aber ich denke, es ist gut, sowas zu machen. Es ist gut, auch über die Stadtgrenzen hinaus zu zeigen, dass wir in Leipzig hier da klar stehen. Ich habe gerade ein Konzert gehabt in Eisenach und bin da reingefahren in die Stadt von Luther, der dort seine Bibel übersetzt hat, in die Stadt von Bach, der dort geboren worden ist, und bin erstmal begrüßt worden mit einer unglaublichen Flut von NPD-Plakaten, auf denen diese beiden Leute abgebildet waren, und war da echt ein bisschen befremdet und habe gesagt, Mensch, in Leipzig würden diese Plakate keine Nacht überleben, da würden sich Leute kümmern, dass die runtergerissen werden. Deswegen finde ich es schon immer wichtig, da klar zu bleiben und ganz klar zu sagen, wir wollen sowas hier nicht haben. Dann wäre ja vielleicht ein Festival in Eisenach auch denkbar. Ja, aber ich bin ja Leipziger und kein Eisenacher. Außerdem habe ich das in Eisenach auch thematisiert bei meinem Konzert. Und mir geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Leute zu stigmatisieren und zu sagen, ihr seid alle doof, sondern es geht einfach darum, ganz klar zu sagen, überlegt euch, was hier über eure Stadtgrenzen hinaus für Zeichen gesetzt werden. Und wenn du da als Besucher in so eine Stadt reinfährst und wirklich diese Omnipräsenz dieser Plakate siehst, da denkst du erstmal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie bewertest du die Entwicklung bisher? Also ich meine, das Festival findet zum insgesamt 17. Mal statt. Die Entwicklung, also es war auf jeden Fall 1998, als wir angefangen haben damit, war es akuter in dem Sinne, dass es wirklich um Nazis ging. Wir haben damals eine Nazi-Demo am Völkerschlachtdenkmal verhindert, indem wir den Platz besetzt haben. Und mittlerweile sind diese sichtbaren Nazis auf jeden Fall hier in Leipzig, in der Stadt, nicht mehr so akut da. Aber was ich eben wirklich eigentlich für viel gefährlicher halte, ist ja dieses komische Rücken in die Mitte von Meinungen oder von Gesinnungen, die krude sind, die schräg sind. Und da denke ich, wir sollten uns dagegen wehren und sollten eben ganz klar sagen, wir wollen das hier nicht. Wir möchten nicht, dass solche Gedanken und dass solche komischen, oder komisch ist das falsche Wort, dass solche
ja, solche menschenverachtenden, ausgrenzenden Inhalte transportiert werden. Und deswegen glaube ich, dass die Entwicklung schon sehr gut ist, dass viele Leute, die zwischendurch auch gesagt haben, ach du mit deinen Nazis, du bist ja deswegen nur so drauf, weil du selbst mal auf die Fresse gekriegt hast, was überhaupt nicht der Fall ist, weil das war lange nachdem wir angefangen haben hier. Wie gesagt, ich sehe das alles eher in der Tradition von 89. Die Leipziger haben damals gezeigt, dass sie sich wehren können und sollten heute auch zeigen, dass sie sich wehren können. Und deswegen kommt vorbei morgen. Was können die Leute neben der Live-Musik morgen noch erwarten? Also erstmal eine total professionelle Moderation von Griseldis Benner und ich versuche auch ein bisschen mitzumachen. Und dann ist neben der Musik und neben dem, was auf der Bühne stattfindet, wird vor der Bühne die sogenannte Straße der Demokratie stattfinden. Das ist eine Straße, bei der sich verschiedene Vereine in Leipzig oder aus Leipzig oder auch aus dem Umland von Leipzig präsentieren können, die in irgendeiner Weise was mit dem Thema zu tun haben. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil man kann sich da schlau machen, was es alles gibt. Ein Grundgedanke von dem Courage Festival ist ja auch Vernetzung verschiedener Sachen. Und das wird da stattfinden. Und da kann man sich schlau machen, noch schlauer als man schon ist. Hallo liebe Leute, die ihr aus Leipzig kommt oder aus dem Umland von Leipzig. Morgen am 30.04. findet wieder das Courage Festival statt, hier auf dem Markt. Wir hoffen, dass das Wetter hält, wir hoffen, dass viele Leute kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Mit dabei sind verschiedene Bands und Künstler, zum Beispiel Markus Wiebusch, der Sänger von Catcar. Es ist dabei Mutabor, es sind dabei Turbo Start und es ist dabei Wolf Mahn und nicht zu vergessen die Gewinnerband des Courage Nachwuchsfestivals. Griseldis Wenner und ich werden das ganze Ding moderieren. Kommt vorbei, es lohnt sich. Bis gleich.